Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Hivaldo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir bekommen gerade eine Nachricht von River Ward. Bin echt froh, dass du was? Hey V, ich hoffe, bei dir ist alles okay. Bin echt froh, dass du vorbeigekommen bist. Das war super schön. Gerade die neue Session begonnen und jetzt direkt eine Nachricht von dem guten River. Netter Kerl. Danke für die Einladung, das war ein richtig schöner Abend. Ich öffne mal gerade das Nachrichtenfenster. Richtig schöner Abend, deine Familie ist super, oder? Ja, war nett. Nein, ich mag ihn ja. Ja, also River Ward, super Typ, super geiler Typ. Aber man hätte auch was anfangen können mit ihm. Also so richtig. Nur ich bin da eher... Ja, wir sind eben auch die... Wir sind auf Frauen aus, hey. Seien wir mal ehrlich. Also, unser guter V ist ein Frauenheld. Und genau deswegen werden wir ihm... Ich werde nicht sagen, ja, war nett. Es war mehr. Es war super lustig. Ich mag die Familie wirklich. Die Kinder sind super. Deswegen... Your family is super. Sehr gut. Meine Familie findet dich nämlich auch super. Danke für alles, V. Du solltest bald mal... Was? Du solltest bald mal wieder vorbeikommen. Das war total verrückt. Kann man gar nicht in Worte fassen, ne? Meld dich mal wieder. Danke, River. Pass auf dich auf. Was war denn total verrückt? Ach so, hier. Schöne Grüße von Joss. So toll, sie endlich mal wieder lächeln zu sehen. Ja, ich weiß immer noch nicht, was total verrückt war, aber wahrscheinlich die ganzen Abenteuer, die wir zusammen erlebt haben. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich, ja, komm. Kann man gar nicht in Worte fassen. Pass auf dich auf, V. Du auch auf dich, River. Du auch auf dich. So, das war River, der hat uns gerade geschrieben. Wir sind hier am Ort des Verbrechens gewesen beim letzten Mal. Hier ist direkt eine Kiste, sehe ich gerade. Ungewöhnliche. Item-Komponenten. Wir haben hier um die Ecke... Wir haben hier um die Ecke ein Cyberpsycho um die Ecke gebracht. Ja, ich weiß. Oder was da hinten? Wer seid ihr denn? Sag mal. Konnte man nicht irgendwie... doch, man kann zoomen. Es geht ein bisschen langsamer, aber hey. Rekrutin von den Sixth Street. Von der Gang. Ist mir egal. Die jucken mich gar nicht. Die jucken mich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Wir haben beim letzten Mal... Ich habe gar nicht geschaut, was wir alles aufgesammelt haben. Was wir in unserem Inventar haben. Ich glaube, wir haben da so ein bisschen was gefunden. Alter, wir sehen einfach... Wir sehen einfach legendär aus. Wir sind ein legendärer Krieger. Also wenn ich so aussehen würde bei Skyrim zum Beispiel. Ja. Gut, ohne die Waffe jetzt. Nur so. Wir würden geschlachtet werden von jedem. Wir würden von jedem gelünscht werden. So. Also... Ne? So, ich gucke jetzt mal gerade. Oh, Moment. Wir haben jetzt einen robusten Filz-Trilby an. Und dieser Veteranenhelm ist stärker. 28,5, 28,6. Ach ne, das ist auch 6. 28,6. Traumateam-Kappe mit Headset. Was? Okay, die haben beide dasselbe. Ich probiere mal beide aus. Mal gucken, wie die aussehen. Ja, das sieht schon mal dufter aus. Mit so einem X. Von, hier, wie heißt er nochmal? Von One Piece. Hier, Chopper. Der Arzt, wer es kennt, weiß Bescheid. Wer One Piece kennt, weiß, was ich meine. Das sieht irgendwie ähnlich aus. Das X. Nur. So, was ist mit dem Helm? Oh, ne, der Helm, nö. Filzhut ist ganz schön, aber ich mag eigentlich diese Traumateam-Kappa. Kappa. Da sieht man sogar unsere wunderschöne Haarpracht. Ich lass mal das an. Ich lass das mal an. Wobei, ich kann den Rest kann ich ja schrotten. Können wir Items draus machen. Zerlegen. Der Hut muss auch weichen. So. Dann schauen wir mal, was wir noch so haben. Hier haben wir zum Beispiel was. Old Flash Kampfhemd. Alter. Okay. 92,9. Okay, die sind beide gleich stark. Aber hier gibt es zwei freie Kleidungsmod-Slots. Tendiere natürlich hierzu. Gut, das ist rot. Unsere Farbauswahl wird immer prächtiger. Es wird immer schöner. Wir werden immer hübscher, habe ich das Gefühl. Also,
wenn wir so bei Germany's Next Topmodel mitmachen würden, Heidi würde direkt sagen, für dich habe ich leider kein Foto. So, keine Ahnung. So, was ist das denn wert? 75? Ja, ist ja auch noch nicht mal wirklich was wert. Man kann es nicht mal verkaufen. Das ist was genau? Samurai Vintage T-Shirt. Das möchte ich nicht verkaufen, weil das haben wir gekauft im Laden. Das erinnert mich immer an Johnny. Johnny Silverhand. Deswegen. 147 ist auch nicht der Rede wert. Ich werde das auch wegschmeißen. So, wir haben hier natürlich, für die Kleidung, haben wir eine Mod. Mal gucken, was wir da einsetzen können. Verringert den Schaden durch negative Statuseffekte um 5%. Nett. Erhöht das Bewegungstempo um 10. Okay. Das ist erhöht Ausweichen und, ja, ist mir egal. Ich mach mal so ein Ding hier rein. Einfach so. Weil wir können. Warum nicht? Ja, den zweiten lasse ich mal frei, aber... Ja, wofür brauchen wir... Ich kenne mich. Ich versuche immer alles zu sammeln und am Ende benutze ich gar nichts. Das ist das Problem bei mir. Ich muss Sachen mal nutzen. Ich muss das mal nutzen. Oh, wir haben was Neues. Sag mal bitte, wir können den Rock austauschen. Ja, endlich. Burgunderroter formeller Rock. Du willst mich doch verarschen. Es ist ein... Das ist dann, oh mein Gott. Warum? Warum geht das? Warum ist das auch noch stark? Warum ist das auch noch gut? Ich verstehe es nicht. Burgunderroter formeller Rock aus verstärkten Sündfasern. Wer braucht schon grelle Farben, um Blicke auf sich zu ziehen? Ich bin ohne Worte. Okay, das ist auch Samurai-Cargo-Hose. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Worte dafür. Schuhe. Jetzt kommt Sandalen oder sowas am besten noch. Oh, hier, bessere Kampfstiefel. Abgetragene Kampfstiefel. Die sind echt besser. Die sind besser als unsere schweren Punkstiefel. Naja, wenn es so ist, ziehe ich sie an, natürlich. So. Dann können wir die verschrotten. Tschüss. Das sind die, was ist das? 142 können wir auch. Aber episch. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse es mal drin. Warum weiß ich noch nicht. Das ist auf jeden Fall unser neues Outfit. Also farblich sehr gut abgestimmt. Das Jackett, die Cappy und die Schuhe, die passen sehr gut zusammen. Sehr gut. Alles andere auch. Rot-Grün, weißt du? Ich mit meiner Rot-Grün-Schwäche. Das perfekte Outfit. Und rot-blaue Haare oder was auch immer das ist. So. Wir sind also neu ausgestattet mit neuen Klamotten. Da freue ich mich, dass wir eine schöne Hose gefunden haben, die wir auch, dass wir unseren Rock tauschen können und dann sowas. Es ist, keine Ahnung, mir fehlen die Worte. Wo sind wir eigentlich hier? Ich guck mal gerade auf der Karte, ich muss mich wieder ein bisschen einfinden. Ich habe jetzt ein paar Stunden nicht mehr gezockt. Ein paar Stunden, ein paar Tage. Gefahr sehr hoch, das ist nicht gut. Hier gibt es ein Auto zu kaufen. Gefahr mittel, Nebenmission. Ja komm, geh mal hin. Würde ich sagen, oder? Kann man da hin? Kann man da nicht hin? Warum kann ich es auswählen, aber es passiert nichts? Hä, hier zeigt er mir den Weg, aber hier auch, okay. Keine Ahnung. So, unser Auto steht schon hier. Perfekt. Es ist doch immer ein Traum, ins Auto einzusteigen. Es ist immer noch das erste Auto, was wir von Anfang an haben, aber ich sehe keinen Grund, ein anderes zu holen. Warum denn? I don't care. Wir halten uns ja nicht so auf dem Auto auf, ne? Und ich finde es schnell genug. Wenn wir noch schneller wären, dann würde ich wahrscheinlich noch mehr Unfälle bauen. Und das möchte ich nicht. So. Oh mein Gott, ich bin schon da vorbei. Hier ein Bild von Randy. Was? Moment mal. Joss Kutscher? Was denn Randy? Hey, wie? Ich wollte dich nur auf dem Laufenden halten, wie es Randy geht. Er gewöhnt sich langsam wieder ans normale Leben. Ich kann es noch gar nicht glauben, aber es sieht aus, als würde alles gut werden. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich bin. Hier ein Bild von Randy. Hoffentlich kann er sich bald persönlich bei dir bedanken. Was? Was? Wo ist jetzt? Hä? Warum? Hallo? Wo ist es? Wo ist es? War es das hier? Hier ein Bild von Randy. Wo ist denn das Bild?
Irgendwas stimmt doch da nicht. Keine Ahnung. Okay, unentdeckt auf jeden Fall hier. Ah, ich parke mal. Mitten auf der Straße. Weil uns gehört die City. Wir können... Leg mich in den Sockel. Was? Ich kenne dich doch. Hab dich im alten Kaldo-Lager gesehen. Ja, richtig. Leg mich in den Sockel. Dich kenne ich doch. Hab dich im alten Kaldo-Lager gesehen. Ja, ja. Wie? Richtig? Richtig. 100 Punkte. Hat dich jemand von der Familie geschickt? Ja, klar. Ey, ich bin nur zufällig hier. Mich hat niemand geschickt. Bin zufällig hier. Warum? Gibt's einen Grund, warum ich hier sein sollte? Ja, was gibt's hier? Carol und Cass sind hier, um einen Deal mit den Scavengers zu machen. Wir haben Cyberware für sie aufgetrieben. Mhm. Und? Und sie sind schon eine Ewigkeit weg. Irgendwas stimmt da nicht. Was? Hm. Ja. Ich geh mal nachsehen, ob alles okay ist. Das wäre, glaube ich, das Richtige. Warte mal. Naja, sie könnten mächtig angepisst sein wegen... Was? Pass einfach hier auf. Hast du gehört? Pass einfach hier auf, Kollege. Mach mir keinen Ärger. Okay, was? Sieh nach, was los ist. Gun Music. Wir schauen uns an, was da los ist, denn wir gehören jetzt zu den Aldecaldos. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Was? Wo ist dein Problem? Oh. Mein scheiß Problem ist, dass du zu spät bist. Was? Drei verfickte Entschuldigt Tage. Die Störung. Alles in Ordnung? Ist der Deal im Kasten? Wie? Was machst du hier? No. Wie ist das? Wollte mal kurz vorbeischauen. Checken, ob hier alles sauber abläuft. Mhm. Ich habe gefragt, wer das ist. Naja, man nennt mich Wie. Alter, steck mal deine Zigarre wieder ein. Man nennt mich Wie. Interessiert mich einen feuchten Fick, wie man dich nennt. Was siehst du hier ab? Willst du uns etwa Angst machen? Nein. Gute mal runter. Der gehört zu uns. Kannst du verfickt nochmal bis drei zählen? Eins, zwei, drei! So viele solltet ihr sein! Naja, sind wir doch. Und ein Haufen Geld sollte auch hier sein. Sehen tue ich allerdings keins. Wie wär's, wenn wir hier zum Abschluss kommen, Roman? Ich ziehe auch 10% ab, weil wir zu spät waren. Das ist aber nett. 20. Ich glaub's ja wohl nicht. 10. Von mir aus. Wie sieht denn der eigentlich aus? Huch. Scharfschütze, mach sie fertig! Was ist denn jetzt passiert? Hey, ich wollte mir den nur genau angucken. Ich wollte mir den nur genau angucken, Mann. Dein Ernst? Okay, nein. Ey, Moment. Das ist aber blöd jetzt. Hä, das wollte ich gar nicht. Moment, ich guck mal, ob ich... Ja, Autosave, danke. Ich wollte mir den nur angucken. Weil der so komisch im Gesicht... Ah, egal. Das habe ich jetzt davon, dass ich so neugierig bin. Nee, also das wollte ich nicht. Ich wollte mir zwar angucken hier von wegen Deal, ob das alles okay läuft und so, aber... Aber ich wollte jetzt nicht dazwischen funken, hallo? Ich wollte keinen Streit. Hätte ich das mal gewusst. Ich kenne mich nicht so aus mit Gang-Treffen und Übergaben und was weiß ich, was sie hier machen. Ich bin legal. Keine Ahnung. Ja, es war mir zu blöd. Nee, das wollte ich auch nicht. Was? Im Jahr 2020 war das Atlantis der beliebteste Club bei Söldnern und Fixern. 2020? Was? Den Club kenne ich gar nicht. Außerdem, 2020 waren alle Clubs geschlossen, also erzähl mir keinen Scheiß. Corona lässt grüßen. Ne, sorry, ich musste das neu starten. Nicht übel nehmen. Aber das war mir zu blöd. Wir fangen nochmal an. Hallo, ich bin's. Ich bleib auch fern. Ich guck mir das mal von hier an. Das Problem ist, dass du zu spät bist. Drei verfickte Tage. Ich hab's doch gerade erklärt. Da war ein Sandsturm und wir... Kennst du Wayne? Wayne interessiert's. Wegen dir haben... Entschuldigt die Störung. Alles in Ordnung? Ist der Deal im Kasten? Wie? Okay, ich geh jetzt mal nicht näher ran. Wer ist das? Ja, ich bin Wie. Wollte mal kurz vorbeischauen. Checken, ob hier alles sauber abläuft. Vorhin lief's ja ganz gut. Ich habe gefragt, wer das ist. Ja, Mann. Man nennt mich Wie. Interessiert mich einen feuchten Fick, wie man dich nennt. Was siehst du hier ab? Nix. Willst du uns etwa Angst machen? Gute mal runter. Der gehört zu uns. Kannst du verfickt nochmal bis drei zählen? Eins, zwei, drei! So viele solltet ihr sein!
Ja, und ihr seid zu sechst hier, Mann. Jetzt erzähl mir keinen Scheiß. Allerdings keins. Okay, der hat sein Geld nicht dabei. Hier zum Abschluss kommen, Roman. Ich ziehe auch 10% ab, weil wir zu spät waren. 20. 20. 15. Von mir aus, damit endlich Ruhe ist, ich gebe dir die Sieg für die Eddies. Alles klar. Bist du jetzt völlig durchgeknallt? Wie? Was machst du hier? Sorry. Scaves kann man nicht trauen. Euer Kumpel draußen war ein bisschen nervös. Hab draußen einen von euch getroffen. Der meinte, das hier dauert zu lange. Deshalb bin ich hier. Lass die Belehrungen wie. Wir kennen das Risiko, aber... Das weiß ich doch. Wir brauchen die Eddies. Und zwar dringend. Jetzt ist auch mal gut. Schnauze jetzt. Das könnt ihr später ausdiskutieren. War das jetzt nicht gut, dass wir eingegriffen haben? Auf jeden Fall läuft es besser als vorhin. So, was ist jetzt, Typ? Lustig. Was denn? Ich konnte deine Fresse von Anfang an nicht leiden. Jetzt weiß ich auch warum. Was? Hast uns aus Wurzeln verjagt. Sandra Dorset. Dachtest, das hätten wir vergessen. Hm? Wir sind hier fertig. Was? Moment. Oh. 8 von 10. Ich hab 2 Dinger. Warte. Das ist... hier, ne? Das war's doch, oder? Zum Lernen halten. Jetzt haben wir 10 von 10. Jetzt können wir hier irgendwas sagen, was wir normalerweise jetzt nicht sagen könnten. Ich versuche das mal damit. Denk gut nach, was du jetzt machst. An deiner Stelle würde ich mal gut nachdenken, was du jetzt machst. Du hast recht. Ich war es, der deine Chumbas in Watson fertig gemacht hat. War übrigens ein Kinderspiel. Genau wie diesmal. Oder glaubst du, du bist im Vorteil, weil du uns umstellt hast? Sieh mich mal gut an. Siehst du die Implantate? Ich reiß dich in Fetzen, bevor du den Abzug drücken kannst. Ich weiß es. Und du weißt es. Alter. Oh. Gebt ihnen die Eddies. Geil. Oh mein Gott. Habt ihr das gehört? In den Ohren? Gebt ihnen die Eddies. Wir sind eine Legende in Night City. Das war's noch nicht, Wichser. Doch, das war's. Hau ab jetzt. Ich hab schon ein paar harte Typen gesehen. Ja? Aber was du da eben abgezogen hast... Das toppt alles. Boah, Alter, ich hatte Gänsehaut. Danke, Wie. Das war echt eine Nummer. Na klar doch. Denen hast du's ordentlich gegeben. Ja, was denkst du denn, Teddy? Ah, ich lass meine Freunde doch nicht im Stich. Ich lass meine Freunde nicht im Stich. Wir auch nicht. Verlass dich drauf. Weiß ich doch. Vielen Dank für alles, Wie. Und bis bald. Sehr gerne, sehr gerne. Mission abgeschlossen. Gun Music. Siehst du, so einfach geht's. Direkt Stat Street Cred hoch, hier hochjagen. Wir sind eine Legende, Mann. Boah, gut, dass ich das noch gemacht habe. Es ist auch sehr gut, dass man das während einem Gespräch noch ändern kann. Was passiert jetzt? Alter, wollt ihr mich verarschen? Ich bin eine Legende, wie könnt ihr mich umfahren? Oh Gott. Wenn du mich jetzt noch umgefahren hättest, ne? Ich schwöre es dir. Okay, warum habe ich eigentlich diese Waffe? Hey, ich hatte doch eine andere Waffe. Das fällt mir jetzt erst ein. Overture 338. Und unsere, wie hieß sie? Lizzie? Oh. Oh. Ah, ja klar. Ja, ich meine... Ich habe nicht gezweifelt. Gar nicht gezweifelt. Was haben wir eigentlich für... Wir können die Mündung noch ein bisschen verbessern. Warum mache ich das eigentlich nicht mal? Selten. Schadensmultiplikator von 2,5, wenn du aus der Tarnung heraus angreifst. Schalldämpfer verringert den Schaden um 15%. Was? Verringert den Schaden? Erhöht die kritische Trefferchance um 10%, verringert den Grundschaden um 30%. Ja, wegen dem Schalldämpfer. Ja, muss jetzt nicht, oder? Na, muss nicht. Kann man die eigentlich immer wieder rausnehmen, die Sachen? Kann man, ne? Ablegen, auswählen. Ne, Moment, was? Ablegen? Man kann es ablegen. Okay. Ich guck mal, vielleicht können wir hier noch was anderes draufsetzen. Wobei, für eine Pistole brauchen wir eigentlich gar keinen Aufsatz. Zielfernrohr, weißt du? So ein Sniper-Zielfernrohr auf eine Pistole. Ich glaube, die ist schon ganz gut. Die lassen wir drauf. Ich mache auch hier die epische Mündung, die seltene Mündung drauf. Das macht es nochmal ein bisschen cooler, denke ich. So ein bisschen Agent 47-Style und so. Ihr wisst schon, was ich meine. Was haben wir hier? Eine Mod erhöht den Schaden um 5. Schussrate um 5. Macht den Schaden deiner Waffe nicht tödlich. Ah, okay, das war's. Ja, gut, das brauchen wir nicht.
Verringert sich der Schaden des Ziels, verursacht der Schaden 10 Sekunden lang um 20%. Ich mach mal den hier drauf. Wobei, er erhöht den Schaden um 5. Ja, und die Pistole ist schon mega stark. Ich glaube, da müssen wir nicht noch extra was draufhauen, damit es noch stärker wird. Okay, wow. Was? Nein, nicht Karte. Inventar, Mann. Wo ist mein Inventar? Ach, hier. Guck mal bitte die Waffe jetzt. Kann man machen, ne? Kann man machen. Sieht gut aus. Also ich finde, das sieht schon sehr schmucke aus. Okay, Alter, wir haben hier super... Also ich kann mich noch erinnern, wir haben richtig gute Waffen bekommen. Wir haben sehr gute Waffen bekommen. Es sind echt coole Sachen dabei. Was liegt denn hier rum? Ein Magstock. Okay, wie fliegt wieder rum, weil hier irgendwelche Sachen rumliegen? Ich sammle mal alles auf, was hier gibt. Magstock und, eine Tiancha Pomegranate. Granatapfel. Okay, ansonsten gibt es hier nicht wirklich viel. Wobei, was ist das denn hier? Wo geht's denn hier hoch? Ich guck mal ganz kurz. Ja, schau mal an. Achilles. Ungewöhnliches Präzisionsgewehr. Können wir nicht gebrauchen, aber die Munition daneben. Die hätte ich gern. Die Munition? Ist hier keine Munition drin? Ernsthaft? Tatsache, hier ist nichts. Aber hier ist was. Gepolsterte Fahrerschuhe mit Aluminium-Einlegesohlen. Ja, nehme ich mal mit. Mal gucken. Wir probieren es aus. Wir nehmen einfach mal alles mit. Ich kann ja sonst alles verschrotten. Okay, das wär's dann von hier. Hier ist nichts mehr, oder? Da darf ich hier mal durch. Danke. Darf ich hier auch mal durch. Danke. Oh, wow, Alter. Ich glaube, hier gibt es sonst nichts mehr Interessantes. Ich sollte mal öfter mein Radar hier benutzen, weil das findet natürlich auch die verstecktesten Sachen. Ist das Wort überhaupt? Das Versteckteste? Keine Ahnung. Ja, ich weiß. Mein Deutsch ist prachtvoll. Hier ist noch was. Kann man hier rein? Öffnen, verschlossen. Dann lass mich mal aufs Dach. Let me on the roof, please. Wow, das ist kein Ruf. Nein, das ist nichts. Das hat einen ganz schlechten Ruf. Ganz schlechten Ruf. Wo ist der Kollege? Der ist auch schon weg. Ey, was macht denn unser Auto da auf der Seite? Haben wir da geparkt? Das wüsste ich aber. Was denn? Was ist los? Was möchtest du machen? Mit einer Schrottkarre. Gut, meine Karre ist auch nicht viel schöner. Von daher. Sollte ich ruhig sein. Ich guck mal nochmal auf der Karte. Wir haben jetzt hier irgendwas Cooles gefunden. Setz dich und warte auf Bill Jablonski. Cinnamon. Das ist direkt um die Ecke. Was ist das? Das ist eine Nebenmission. Das machen wir. Das lese ich aber vorher. Bei einer Sache hast du recht. Irgendwas an diesem Job von Wakako stimmt nicht. Und überhaupt hast du so stinknormale Auftragsmorde gar nicht mehr nötig. Aber es schadet wahrscheinlich nicht, mal mit Bill Jablonski zu reden und herauszufinden, was mit ihm abgeht. Aber an deiner Stelle würde ich die Finger von diesem Job lassen. Okay. Ich kann mich erinnern, ich habe das auch schon mal gelesen. In einer der letzten Aufnahmesessions, oder war es in der letzten, ich weiß nicht mehr. Das ist ein Auftragsmord. Von der guten Wakako. Ich weiß nur nicht, ob ich das machen sollte. Wir werden es sehen. Wir fahren mal hin. Uns bleibt ja eh nichts anderes übrig. Wir wollen ja alle Quests machen. Alter, das war ja wohl legendär vorhin, oder? Wie der geantwortet hat, von wegen, du weißt, was passiert, lass es lieber. Das war schon sehr, sehr episch. Das hat mir sehr gut gefallen. Okay. Ja, Sisito, Sisito, Mama, Mama, Pito. Willst du auch mal aussteigen? Nein. Gedrückt halt, natürlich. Ernsthafte Nebenwirkung. El Capitan Reyes? Was? Wie? Ich hab was für dich. Hi. Meinem Kunden wurde massig Betasäure geklaut. Was? Du fragst dich, was das ist? Nein. Keine Ahnung. Aber sie ist ein Haufen Eddies wert und der Kunde will sie zurück. Hm? Das übernimmst du. Halt die Waffe bereit, okay? Infos anbei. Rückholaktion. Ist das eine andere? Ist das diese hier oder ist das eine andere? Auftragsort Rückholaktion. Ist eine andere. Container mit Betasäure beschaffen.
Ich gucke nur mal gerade, was das für eine Aufgabe ist. Es müsste unter Aufträge sein, ne? Ernsthafte Nebenwirkung. Hohe Bedrohung. Eieieiei. Ja, wir kommen wieder. Wir kommen wieder, mein Freund. Wir warten jetzt erstmal hier auf der Bank. Setzen. Mal wieder das alte Wartespiel. Da wären wir. Jetzt einfach abwarten. Du kennst es doch. Wie? Du kennst es doch nicht anders. So, etwas später. Ja, und nun? Ist das unsere Zielperson hier? Wir stehen mal auf. Elisabeth Perales schreibt uns. Wie, ich weiß, dass du uns helfen willst, aber mir ist es lieber, wenn du uns einfach in Ruhe lässt. Sonst geht das nicht gut aus. Leb wohl, wie, und bitte, halte Abstand von uns. Du hast schon genug getan. Du wurdest blockiert. Ja, ich musste mit dieser Reaktion errechnen. Ich habe ihrem Mann ja auch alles erzählt. Aber ich war es ihm schuldig. Ich war es ihm schuldig. Kann ich antworten? Wo ist denn die gute Perales, Elisabeth? Achso, ich kann ja gar nicht antworten. Ich wurde blockiert. Der Mann wird sich melden. Der Mann meldet sich. Sowas von. Okay. Cinnamon, da haben wir es. Sprich mit Bill Jablonski. Hm? Bill Jablonski? Bill Jablonski? Jablonski. Mhm. Hat Okada dir schon alles gesagt? Absolut nicht. Sie hat mir kein... Was? Ja, ich soll jemanden umbringen? Sie hat mir keine Details verraten. Nein, hat sie tatsächlich nicht. Nein, sie ist nicht gerade ins Detail gegangen. Joshua Stevenson. Mhm. Wir beide werden diesem Scheißmörder geben, was er verdient. Na da. Ich erzähl's dir gleich. Steig ein. Du fährst. Okay. Alles klar. Rauchen ist ungesund, mein Freund. So. Ich fahre. Schöne Karre. Sehr schöne Karre. Mal gucken, wie die sich so fährt. Sie sollen diese Straße entlang kommen. Wir warten einfach, bis sie da sind und folgen ihnen. Ach so, okay. Ich will sehen, wie das Licht in den Augen dieses Wichsers ausgeht. Wow, wieso? Ich wollte gerade fragen. Damit er seine Angst spürt, bevor er krepiert. Okay, der Plan klingt ziemlich halbgar. Okay, erstmal hier die blauen Sachen. Du willst ihn tot? Warum? Warum genau willst du ihn tot sehen? Das geht dich nichts an. Was? Ich weiß aber lieber, worauf ich mich einlasse. Stevenson hat meine Frau ermordet. Die haben ihn verurteilt, er saß im Todestrakt. Aber der Schleimbeutel hat sich da irgendwie rausgefunden. Was? Das kann ich nicht zulassen. Hey, wer hat das denn geschafft? Und wer transportiert ihn? Moment, Stevenson ist nicht allein? Hätte ich das gewusst, hätte ich mich anders vorbereitet. Niemand sonst muss heute sterben. Hätte ich nicht. Nur er. Wer fährt mit ihm? Haben die Knarren dabei? Normale Leute. Wenn wir denen Angst machen, werden die keinen müden Finger heben. Woher weißt du das? Wie definierst du normal? Konzernratten, die ihn rausgeholt haben. Die würden ihre Mütter verscherbeln, um ihre Haut zu retten. Schieß einfach nicht auf sie. Hä? Wie erkenne ich ihn denn? Ich habe doch keine Ahnung, wie der aussieht, Mann. Okay, aber der Plan klingt ziemlich halbgar, mein Freund. Der Plan klingt ziemlich unausgereift. Das gefällt mir nicht. Was soll das bitte heißen? Erstens exekutiert man niemanden auf offener Straße. Und zweitens könnten sie entkommen. Du verstehst nicht. Ich gebe mein ganzes Gespartes dafür her. Sag mal. Das sind sie. Gib Gas! Okay. Na komm. Was ist das? Das ist ein NCPD-Streifenwagen. Warum ändert die Kamera nicht, Mann? Dran. Lass ihn nicht entkommen! Ja. Ich will nur, dass die Kamera sich wechselt. Ich kann so nicht fahren. Scheiß drauf. Oh mein Gott. NCPD-Streifenwagen? Das sind aber keine... Jetzt ändert sich da... Ja, okay. Das sind doch keine normalen Menschen. Achtung! Also ja schon, aber... Das sind halt Polizisten. Folge dem Auto. Okay. Aber unauffällig oder was? Oder einfach so? So wie ich möchte. So, darf ich einmal durch? Ich bin Polizei. Oh mein Gott. Bleib an ihm dran! Ja, ich. Alter, mal. Alter, du mit deinem halb komischen Plan da. Verfolgt das Auto, da sind normale Menschen drin. Das Ding ist voller Polizisten. Fuck! Was denn? Hä? Es werde Tag. Einfach so? Wow. Das ist ja wie bei Truman. Plötzlich wird Tag. Da spielt er überhaupt keine Bugs, Freunde. Null.
Der Tag-Nacht-Wechsel funktioniert hier ohne Probleme, glaube ich. Das ist aber echt komisch gerade. Okay, egal. Streifenwagen. Wir haben dich gleich. Das scheiß Auto an! Die alte Scheiße. Bremsen! Bremsen! Ich steh doch schon, Mann! Das ist es. Los jetzt. Ja, okay, komm. Okay. Bleib in meiner Nähe. Ich mach den Wichser persönlich kalt. Natürlich. Ich will damit eh nichts zu tun haben. Ich werd's tun. Ich werde den Scheißkerl umbringen. Ja, mach das. Ich guck nochmal gerade, wer da so steht. Okay, NCPD Officer Vasquez. Officer, geh lieber aus dem Weg. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Lieutenant Vasquez, NCPD, stehen bleiben! Du beschützt einen Mörder! Verlässt nur den Schießer! Warte! Nein, aufhören, genug des Blutes! Sie sind hier, um dich zu töten! Sie können nichts dafür! Erschieß den Mann und das war's mit dem Deal! Vasquez, schieß! Klar, wir sollten uns alle gegenseitig abballen! Verdammte Scheiße, wir können ihn nicht hier lassen! Die Mediengeier werden jeden Moment hier sein! Scheiße, was macht ihr da? Hört auf! NCPD! Bleib, wo du bist und schaff den scheiß Laster aus dem Weg! Alter, was passiert hier? Wir nehmen ihn mit! Was? Ihr wollt mich mitnehmen. Olga, ihr wollt mich. Wir haben hier mitnehmen. Ein Problem. Ich brauche dich. Wofür? Du hast doch den Verstand verloren. Noch ein Wort von dir und ich rufe das Studio an. Gregor. Ich kann deine Karriere beenden. Einen Anschlag auf das Ziel verhindern. Niemand, ja, wirklich niemand, wird dir ein Haar krümmen. Deine Vorstrafen, aber ich check's nochmal zur Sicherheit. Ich verstehe nicht, was ist hier los? Ich verstehe echt nicht. Was soll die Scheiße? Sag nicht auf uns zurückfallen. Wie heißt du? Naja, wie? Wie? Chaos. Josh Stevenson. Ich dachte, du sollst dich fallen lassen. Aber das weißt du sicher schon. Hättest auf mich hören sollen, du Partner. Wie war sein Name? Wir können los. Die Jungs vom Revier kümmern sich um das Chaos hier. Bill Jablonski. Bill Jablonski. Klingelt da was? Ja, leider. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Moment mal, du bist wie? Ich habe von dir gehört. Natürlich, wer nicht? Kann ich von dir nicht gerade sagen. Wir können ihn auf keinen Fall mitnehmen. Er ist eine Bedrohung. Ich will ihm einen Job geben. Gott, lehr mich Geduld. Endlich mal was, das nicht nach Langeweile stinkt. Mit ein bisschen Popcorn könnte ich den ganzen Tag zugucken. Ja, aber... Aber was willst du, Mann? Sagst du mir auch, was du von mir willst? Tja, Rachel hat zur Abwechslung recht. Wir können nicht hierbleiben. Komm mit uns. Ich erzähl dir alles, was du wissen musst, unterwegs. Dann muss ich entschieden widersprechen. Na klar. Leider hast du hier nichts zu melden. Jetzt reicht's. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Aber wenn du nicht mitgehst, rede ich nie wieder mit dir. Ich will eh einsteigen. Ja, let's go. Okay, ich komme mit. Hä? Beweg dich. Wir sind spät dran. Ja, ist ja gut, Feuerlocke. Hast du schon mal etwas erlebt, das die Bedeutung deiner Existenz und dein ganzes Leben verändert hat? Ja, schon. Ja. Kann man so sagen. Ja. Dann wirst du genau verstehen, was ich zu tun versuche. Vor 12 Jahren wurde ich für bewaffneten Überfall ins Gefängnis geschickt. Aha. Und andere Sünden. Ich habe viele Menschen kaltblütig ermordet. Damals hat mir das nichts bedeutet. Immerhin gibt er es zu. Aber hinter Gittern hat man viel Zeit zum Nachdenken. Irgendwann beschloss ich, all meine Fehler zu korrigieren. Alter, unsere Ausrüstung, unsere Kleidung. Warum hast du sie denn umgebracht, wenn ich mal fragen darf? Warum hast du es getan? Ich hatte eine Waffe. Mir gefiel nicht, wie sie mich ansahen. Und ich hatte die Macht, sie zu töten. Was für ein Grund? Ich sehe immer noch ihre Gesichter als ich. Sie sind wie Standbilder. Gott, gib mir die Kraft, nie zu vergessen. Mord lässt sich nicht korrigieren. Ja, aber warum erzählst du mir das? Ich verstehe immer noch nicht, wieso du mir das erzählst. Ich will, dass du verstehst, warum ich das tue. Sag's schon. Was willst du von mir? Bleib heute bei mir. Und ich bezahle dir, was immer man dir für meinen Tod versprochen hat.
Ich glaube, ich höre nicht recht. Mit welchem Geld denn? Nicht mit meinem. Mit dem des Studios. Die werden zahlen. Was? Ich habe immer noch den Auftrag, dich zu töten. Dir ist schon klar, dass mein Auftrag, dich zu töten, noch läuft? Nenn mir einen Grund, das nicht durchzuziehen. Ich? Ein Zucken und du bist tot. Es gibt keinen Grund, Vasquez aufzuregen. Dein Fixer kriegt, was er will. Dafür sorge ich. Und wie soll das gehen? Vertrau mir. Alle werden am Ende zufrieden sein. Ich schwör's dir. Dem kann ich doch überhaupt nicht trauen. Aber ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll für dich. Ich weiß immer noch nicht, was du von mir willst. Bleib an meiner Seite und rede mit mir. Das ist alles. Und deine Rachel eignet sich nicht? Magst du Rachel nicht? Die kann bestimmt super reden. Für die bin ich nur ein Karrieresprungbrett. Eine Wertanlage. Was? Du bist derjenige, mit dem ich reden will. Okay. Aber lass mich an der nächsten Ecke raus, okay? Sicher, warum nicht? Ich hör's mir mal an. Wirklich nur heute? Wirklich nur heute. Wenn mir irgendwas stinkt, bin ich raus. Niemand wird dich aufhalten. Wir sind gleich bei Gloria El Amar. Okay, was ist Moment das? Moment noch, ich muss mich vorbereiten. Der ist doch vollkommen crazy. Reise überspringen. Können wir, aber ich schau mir das mal an, was hier passiert. Okay, wir fahren in einem NCPD-Auto. Ich habe das Gefühl, dass der Typ... Ich habe keine Ahnung. Der ist auch geschmiert. Der Polizist ist geschmiert. Wer sie ist, Karriereleiter. Als Sprungleiter. Das behalt sie im Auge. Ich bleib im Auto. Fass dich kurz. Unser Zeitplan ist knapp. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ja, ich steig mal aus. Oh, das würde Wakako nicht gefallen, wenn ich ihn nicht umbringe, oder? Ich sollte ihn eigentlich ganz normal umbringen jetzt. Folge Joshua Stevenson. Schöne Karre. Ja, ich folge ihm mal. Du Lauch, du kannst mich überhaupt nicht aufhalten. Vasquez. Der weiß wohl noch nicht, was für Waffen wir haben. There is a light that never goes out. Ist schon aktualisiert. Alter, wenn du hier irgendwelche unschuldigen Leute umbringst, ich knall dir meine rein. Soleika? Du bist spät dran. Soleika? Ich hab unterwegs jemanden aufgelesen. Jemand vom Studio? Hi. Erinnerst du dich an deinen letzten Brief an mich? Er ist genauso, wie du beschrieben hast. Wie? Das ist Soleika. Hi. Ich wüsste wirklich gern, was hier vorgeht. Ich wüsste gern, was hier vorgeht. Klärt mich jemand auf? Hast du ihm nichts erzählt? Wir sind uns gerade erst begegnet. Keine Zeit. Du bist wirklich verrückt. Was ist das hier? Mama ist noch nicht wieder da. Wir können drin auf sie warten. Kommt rein. Alles klar. Beeilt euch. Ich warte draußen. Ist das so, ja? Du wartest nicht gerne, hm? Du siehst aus, als ginge dir die Warterei ziemlich auf den Sack. Verpiss dich! Okay. Was zum Henker geht hier ab, Mann? Warum bin ich hier? Wir hätten ihn einfach erschießen sollen und gut. Oh, Johnny? Wer ist das? Okay. Wolltest du nicht sagen, Johnny? Da ist wohl jemand gestorben. Ich weiß nicht, wer das ist. Aber es wurde ein Altar oder ein Schrein aufgebaut für denjenigen. Ja, wunderschön. Oh Gott, ich hoffe, das passiert uns nicht. Ich hoffe, unseren Ripper-Dogs kann man trauen. So, was gibt's hier? Nichts. Kann ich mal auf Klo? Auch nicht. Wir gehen mal rein und folgen. Setzt euch. Suleika. Suleika. Kann ich was anbieten? Ja. Ich hätte gerne 1 Million Euro-Dollar. Setzen. Irgendwas Starkes? Für mich nichts, danke. Ich trinke nichts. Ich traue keinem hier. Ja, wo?
Wo haben wir denn jetzt die Schallplatte her? Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein Gott. Hier. Amen. Okay. Suleika ist die Schwester des Mannes, den ich umgebracht habe. Sie hat mir Briefe geschrieben, als ich hinter Gittern war. So haben wir beide zueinander gefunden. Durch Vergebung. Mhm. Was soll die Schallplatte? Ich verstehe nicht, wie man jemandem so etwas vergeben kann. Du meinst, du hast dem Mörder deines Bruders vergeben? Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Ob okay. Sie nun Feinde oder Nachbarn findet, Gottes Liebe kennt keine Grenzen und unsere sollte ebenso sein. Mhm. Euer Gott lässt ständig Unschuldige sterben. Wahre Gläubige, ziemlich selten dieser Tage. Die sind echt sehr gläubig, oder? Echte Gläubige sind in Night City nicht gerade verbreitet. Die Vorsehung hat dich unter mein Dach geführt. Gott hat uns zusammengeführt. Dann ist das wohl der Sag Bruder. Sag mir wie. Glaubst du an Gott? Es könnte eine höhere Macht geben, ja. Es könnte, aber... Ja. Soweit ich weiß, könnte es da draußen eine höhere Macht geben. Aber keiner kann oder wird das je beweisen. Genau das. Glaube ist etwas, das nur du selbst beweisen kannst. Suleika und ich waren uns über etwas uneinig. Vielleicht kannst du uns ja Klarheit bringen. Oh nein! Das sollten wir wirklich nicht hier besprechen. Ich bin ganz Ohr. Ich bin ganz Ohr. Was soll die Schallplatte? Er hält sich für den Messias und will sein Leben beenden. Okay. Das stimmt so nicht. Ich habe mich nie als Messias bezeichnet. Selbstmord. Glaubst du wirklich, Gott würde sowas von dir verlangen? Es ist aber kein Selbstmord. Würdest du mir das erklären? Worum geht es hier eigentlich, Josh? Als die Medien erfuhren, dass ich im Gefängnis zu Gott gefunden habe, war mein Gesicht danach auf allen Titelseiten. Ein Brandon-Studio erfuhr auch davon. Sie schickten Leute, um mir ein Angebot zu machen. Blutsauger. Mir stand der elektrische Stuhl bevor. Aber jetzt wird mein Tod mehr als ein vom Staat befohlener Mord sein. Die wollen einen Braindance von seiner Kreuzigung drehen. Eine Hinrichtung, nur verpackt in heilige Roben. Warum der Braindance? Was willst du damit erreichen? Wozu der Braindance? Was hast du davon? Suleika hat mich zu einem Kind Gottes geformt. Es wird Zeit, dass ich ihr dafür danke. Ich möchte allen kundgeben, dass die Liebe existiert. Und zwar so, dass all die Verlorenen dieser Welt es verstehen. Wieso Liebe? Wenn bedingungslose Liebe existiert, dann gibt es auch einen Gott. Die Welt muss nur an seine Existenz erinnert werden. Denk an die Millionen, die wie Vieh an ihren Feeds hängen. Die Kinder, die inmitten von Gangs aufwachsen. Wissen sie, was Liebe ist? Denk an die Joy Toys in der Jig-Jig Street. Zugekokste Konzernratten in ihren Büros. Mörder auf den Straßen. Ich will und werde sie erreichen. Denk an bezahlte Killer wie dich. Wie? Kennst du die Liebe? Weißt du, was sie ist? Mutter ist da. Was? Hallo, Mutter. Stevenson. Wie unerfreulich. Und wer sind Sie? Ich bin wie. Ich bin wie. Geht. Ihr seid hier nicht willkommen. Mrs. Elamar. Ich bin hier, um Sie um Vergebung zu bitten. Du hast meinen Sohn ermordet. Das ist etwas, das ich nie vergeben kann. Das verstehe ich sehr gut. Ich bereue den Schmerz, den ich verursacht habe, zutiefst. Raus aus meinem Haus! Sofort! Geht einfach! Raus! Alles zusammen! Wir sollten gehen. Jetzt. Bitte, Mrs. Elamar! Mörder! Ist okay. Geht einfach. Du hast mir meinen Ruben genommen. Mein Kind, meinen Sohn. Ja, ganz genau. Schäm dich. Okay, zurück zum Auto. Ich verstehe immer... Alter. Ich habe keine Ahnung, was hier... Es tut mir leid. Miss Elamar. Mein Ruben. Geh einfach. Ja, ich... Gut, ciao. Entschuldigung.
Kann ich noch irgendwas klauen hier? Nein, da kann ich nicht raus. Hey, wo kann ich... Hier ist doch... Hier geht's doch raus. Alter. Was zum Henker? Was geht hier ab? Und was soll die Schallplatte da rechts? Hä, verstehe ich nicht. Warum ist die da? Kann ich hier irgendwas nehmen, dass die Schallplatte weg ist plötzlich? Ich komme sofort. Ich komme sofort. Ich muss nur kurz was klauen. Ich will nur irgendwas aufnehmen, damit diese Schallplatte weggeht. Willst du mir erzählen, hier gibt es nichts, was ich nehmen könnte? Was ist das? Nichts. Oh Mann. Ja, okay, komm. Ja. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht, Freunde. Er will sich entschuldigen bei denjenigen, denen er Leid zugefügt hat. Verstehe ich das richtig? Alter, du hast Leute umgebracht. Ich hätte mit Gloria reden und ihr alles erklären können. Du kannst dir nichts erklären. Wie dachte ich, dass ihr mir vielleicht doch noch vergibt. Nein. Wir sollten was essen. Was? Wo essen wir denn jetzt? Wo essen wir? Heiß. Gibt's richtig guten Kaffee. Das ist schön. Alter, sind wir jetzt Best Friends hier oder was? Bei Pies gibt's richtig gute Käsekuchen. In Pies haben die den besten Käsekuchen. Ich bin laktoseintolerant. Sehr schön. Wie wär's mit veganer Avocado-Eiscreme? Wie gut kennst du die Stadt? Warum fragst du denn? Warum fragst du? Nur neugierig. Mir gefällt's hier draußen, das ist alles. Naja, niemand kennt die City. Keiner kennt Night City je wirklich. Die Stadt verändert sich ständig und überrascht dich. Was soll die Schallplatte? Gehört zum Charme. Das stimmt. Ich weiß nicht, was diese Schallplatte soll. Die nervt mich ohne Ende. Okay, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Ich glaube, er will sich entschuldigen bei allen. Oder, also jetzt bei der Mutter. Natürlich hat sie abgelehnt. Ich meine, welche Mutter würde demjenigen vergeben, der dafür verantwortlich war, dass der Sohn tot ist? Ja, brauchst du gar nicht so zu gucken. Was hast du denn nur erwartet? So. Wir fahren mal direkt zu diesem Laden. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauert. Es ist ganz komisch. Ganz komisch, warum ich überhaupt hier drin sitze. Wir hätten ihn einfach umbringen müssen. Bring Stevenson rein und besorg uns einen Tisch. Ich muss mit unserem blinden Passagier reden. Mhm. Wie sind wohl der blinde Passagier? Warum hast du eigentlich immer noch diese... Warte noch, ich muss mit dir reden. Dieses Gefangenending also, an. Was hältst du von unserem nächsten BD-Superstar? Sein Glaube ist echt, scheint ein netter Typ zu sein. Ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Er braucht einen Psychiater, Mann. Dem sitzen ein paar Chips locker. Der Junge braucht dringend eine Therapie. Sehe ich genauso. Aber dafür ist es zu spät. Wenn du ihn für so verrückt hältst, warum ist er dir dann so wichtig? Weil er etwas besitzt, das nicht leicht zu kriegen, aber extrem begehrt ist. Das da wäre? Man nennt es Authentizität. Sein Hirn mag im Moment in Scheiße schwimmen, aber er glaubt felsenfest an das, was er sagt. Ich glaube wirklich, du unterschätzt ihn. Ich glaube, er hat sich besser unter Kontrolle, als du denkst. Es ist doch so. Wir sind beide keine Seelenklempner. Wir wollen nur bezahlt werden. Stevenson könnte für unser Studio eine wahre Goldgrube sein. Hier geht's nur ums Geld, was okay? Was kümmert mich das? Du fickst mit seinem Verstand. Stellst einfach zu viele kritische Fragen. Du wächst Zweifel in ihm und könntest damit mein Kapital aufs Spiel setzen. Deshalb zahle ich dir das Doppelte von dem, was er dir versprochen hat, damit du jetzt gehst. Tu's nicht wie. Neben Leben. Meine Antwort ist nein. Wieso habe ich das Gefühl, du kapierst nicht, was ich dir hier anbiete? Doch, das tue ich. Gehen wir rein. Ich will mir das noch ansehen. Johnny, ich bin da mal bei dir, also auf nicht deiner Seite. Für einen beschissenen Dieb. Was ist hier los? Solche Konzernschlampen gehen mir immens auf den Sack. Joshua verdient unsere Unterstützung. Tut er das? Nein, tut er Komm, nicht. Komm, wir hauen ab. Was ist hier los? Bin neugierig, wie das alles enden wird. Ja, genau. In Leid und Profit, ganz einfach. Das eine heilig, das andere verrückt. Obwohl das bestimmt gut zusammenpasst. Aber ich bin auch neugierig. Manchmal wird man noch überrascht. Mhm, okay. Und raus ist er.
Wir steigen aus. Hate your meat? Alter, dieses Bild. Do you hate your meat? Body implants. So kann man es natürlich ausdrücken. Na du? Hast du Kleingeld? Ja. Aber nicht für dich. So. Schöner Wagen. Nice. Was? Oh! 43.000 Fahrzeug kaufen. Schöner Wagen. Ja, ja. Ist das ein Zeichen, dass ich es gut finde? Dass ich es holen sollte? Ich will einfach erstmal nur meine Implantate verbessern. Der Pitz. Waren wir hier nicht schon mal? Ich kann mich gerade nicht erinnern. Vielleicht waren wir auch noch nie hier. Set sail for flavor. Beats. Okay. Alter. Three mouths, one desire. Also sie kann jetzt 3 Cheeseburger auf einmal essen? Gar nicht so schlecht. Ich glaube, das lasse ich mir machen beim nächsten Mal. Beim Ripper Dog. Ich hätte gern 4 Münder. Schallplatte geht immer noch nicht weg. Das Spiel hat überhaupt keine Bugs. Null Bugs. Ich glaube, ich muss mal gleich neu starten. Was? Wenn du auch nur daran denkst, schieße ich dir die Birne weg. Du wirst nicht fürs Reden bezahlt, Wesker. Harte Nuss. Diese Schallplatte nervt mich. Dieser Vasquez ist echt eine harte Nuss. Selbst für einen Bullen. Er ist ein Gewohnheitstier. Wie so viele Menschen. Aha. Ich frag mich, was du gegen Vasquez in der Hand hast. Vasquez, ist der Kopf durch und durch? Der Typ ist mit einer Marke geboren worden. Dann muss er ja richtig Dreck am Stecken haben. Der Hauptinvestor des Studios ist ein Konzern. Im Gegensatz zu dir mag Vasquez keine mächtigen Feinde. Ich verstehe. Erzähl mir doch mal von dem Braindance. Wie wär's damit? Dieser Braindance. Bin neugierig. Erzähl mir davon. Er heißt die Passion. Und wir wollen damit die breite Masse erreichen. Und BDs revolutionieren. Wie das? Nun, Stevensons Freigang ist sehr kurz. Wir können nur das Ende mit ihm drehen. Für die Szenen davor nehmen wir BD-Doubles und Emo-Bank-Bestände. Wird sich trotzdem anfühlen wie Stevenson. Wie ist das möglich? Wie wohl? Wir gehören zu IBM. Die stecken Riesensummen in Technik. Bald brauchen wir gar keine Schauspieler mehr. Das wird schön. Aber wo bleibt die Seele? Josh, klingt, als würdet ihr ihn gar nicht brauchen. Das echte Leid Jesu Christi. Das kriegen wir rein digital noch nicht hin. Okay. Welche Rolle... Können wir bitte aufhören, über Gott zu reden? Welche Rolle spielst du bei all dem? Erstmal das. Und du? Hast du auch was zu sagen? Er hat die Autoren überredet, sich am christlichen Lukas-Evangelium zu orientieren. Sie wollten Johannes. Und das ist wichtig für... Johannes ist plump und übertrieben. Das Lukas-Evangelium passt besser zu meiner Empfindlichkeit. Okay. Alter, wer außerdem zum Henker... Ist Lukas Christus bereit für sein Schicksal? Alter, der macht mir richtig Angst. Das soll die Welt verstehen und spüren. Wer ist das? Kunde. Okay, ich dachte, das wäre irgendwie ein Kopfgeldjäger oder so. Alter, was hat der für Augen? Warum kriegt der eigentlich... Er hat sich gerade hingesetzt, er hat nicht mal bestellt. Ist egal. Und was genau willst du der Welt mitteilen, wenn ich fragen darf? Und was genau willst du den Leuten vermitteln? Dass Christus voll Gnade war und noch heute jeden Tag für die Sünden der Welt stirbt. Aha. Okay, das reicht. Stevenson darf jetzt nicht abgelenkt werden. Er muss sich konzentrieren. Was tust du, um dich zu entspannen, Rachel? Entspann dich, Rachel. Stimmt ja. Ich weiß gar nichts über dich. Wie verbringst du deine Freizeit? Was machst du, um den Kopf freizukriegen? Geht euch einen Scheiß an. Hey, die Frage war ernst gemeint. Ich meditiere. Ja, ich hätte dich nicht für diesen Typ gehalten. Ich hätte dich nicht für den spirituellen Typ gehalten. Passt gar nicht zu dir. Wisst ihr, was euer Problem ist?
Ihr weigert euch zu verstehen, dass Spiritualität etwas Persönliches ist. Und warum bist du überhaupt hier? Für das Gratisessen? Ich sag dir, warum ich hier bin. Ich sag dir, warum. Nein, ich... mich interessiert nicht die Bohne, was du zu sagen hast. Oh, all das Gerede über Gnade und Erlösung und Wandlung. Ich könnte kotzen. Lasst es euch von der BD-Produzentin sagen. Religion ist nichts als Lüge. Aber, Rachel... Nein, mir reicht's für heute. Iss auf. Du übernachtest im Studio. Und du? Verschwinde. Dein Geld kriegst du bald. Bis dann, Vi. Ich bin froh, dass wir uns begegnet sind. Was ist hier passiert? Ich bin irgendwie unzufrieden. Reife Leistung, Vi. Echt guter Move. Ja? Was hältst du von all dem? Der Typ ist völlig durchgeknallt. Und die Konzernratten nutzen das schamlos aus. Bist du rundum zufrieden mit deinem Leben? Ich hab nicht mal Mitleid mit ihm. Hab ich Mitleid mit ihm? Ich hab... Er hat Leute umgebracht. Aber ich hab ein bisschen Mitleid mit ihm tatsächlich. Ich hab Mitleid mit ihm. Wir könnten ewig darüber reden. Und es würde doch keinen was kümmern. Die Konzerne bereichern sich weiter. Und die Massen bauen ihre Luftschlösser. Hey, wo ist Johnny der Rebell? Hast du ihn verloren? Hab ihn gefunden. Er steckt in dem Typen da. Er ist der wahre Rebell. Entscheide dich mal. Durchgeknallt oder Messias? Er hat den Verstand verloren, genau wie die ganze Welt. Und dein Verstand geht auch flöten, weil ich in deinem Kopf bin. Tja, wenn man die Welt retten will, ist das der erste Schritt. Ein angeknackster Verstand. Glaubst du, dass Gott existiert? Was meinst du? Gibt es Gott? Fuck. Ernsthaft? Na los. Eigentlich kenne ich die Antwort schon. Was? Warum? Dein Herz stand still und dann nicht mehr. Überlegst du jetzt, ob ein Konstrukt überhaupt gerettet werden kann? Ich war tot und bin auferstanden. Genau so war es doch. Ein Konstrukt ist keine Seele. Da ist ein Unterschied. Ja, das stimmt. Willst du mir weismachen, du denkst nicht darüber nach, dass du digital bist? Und über die Konsequenzen? Im Ernst? Ich meine, bist du schon tot? Oder lebst du so lange, bis der letzte Digi-Geist von dir zerfetzt ist? Du meinst, ich komme irgendwann in den Digi-Himmel? Eher in die Digi-Hölle. Aber ja, das meine ich. Wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, lebt Silverhand dann im Jenseits und ich rede mit seinem animierten Nachruf? Ich denke nie über sowas nach. Überraschung. Für mich bin ich nur ich. Kein Jenseits, keine Wunder, nur eine Digi-Psyche, die verarscht wurde. Ich war tot und bin auferstanden. Genau so war es doch. Die simple Wahrheit ist, ich war tot und jetzt lebe ich wieder. Und was war das? Ein Wunder? Wozu machte ich das? Zum Messias? Phönix? Oder zum frisch reparierten Fabrikbau? Ich habe keine Ahnung, wie es passiert ist. Und du auch nicht. Ich sag dir, was es war. Ein cleveres Stück Konzerntechnologie. Wenn ein wahrer Messias unter uns wandelt, lautet sein Name Saburo Arasaka. Der, den du kalt machen würdest, wenn du ihm begegnest. Siehst du, deshalb bin ich ich und du bist du. Du fällst vor Göttern auf die Knie. Ich jag ihnen eine Kugel ins Hirn. Lass abhauen. Verrückter Tag heute. Irgendwie surreal. Aber die Realität ruft. Ja, absolut. Komm, wir haben noch was vor. Ja, wir stehen auf. Und Johnny ist verschwunden, wenn ich mich umdrehe, ne? Natürlich, was? Der ist ja noch da. Mission abgeschlossen. 1500 Erfahrungspunkte. Ich weiß nicht mal, was ich gemacht habe. Ich habe tatsächlich nur den Tag mit ihm verbracht. Okay. Johnny? Kann man nicht scannen? Wieso kann ich ein Hologramm scannen? Ist schon crazy. Ist schon crazy. Okay, es wird langsam dunkel hier in Night City. Naja, es ist schon schön, die Stadt. Fällt mir sehr gut. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die letzte Mission. Ich habe keine Ahnung, was das war. Ich habe keine Ahnung, was da los war.
Ach, hier kann man das Auto kaufen. Okay, ja. Nebenmission. Gefahrmittel. Kann man direkt machen. Entweder, das ist aber schon etwas, was wir gefunden haben, meine ich, oder? Dürfte etwas sein, das wir schon gefunden haben. Wir fahren aber trotzdem mal hin. Wir sind mit dem NCPD-Wagen hier hingekommen, ne? Wir haben kein eigenes Auto mitgebracht. Dann, was? Nein, ist egal. Ich will einfach mein Auto. Mein Auto brauche ich. Wo ist es? Ach da. Hi. Okay. Schallplatte. Warum ist diese Schallplatte da? Und warum ändert die Kamera nicht? Wechsel die Kamera, Mann. Danke.